Das Problem ist, dass man, wenn man sowas wie Gemeinwohlökonomie kritisiert, man auch sehr viel vom herrschenden Alltagsbewusstsein kritisieren muss, was wenige hinterfragen. Und deswegen muss man so ein paar Dinge kritisch ins Visier nehmen, von denen die meisten Leute glauben, dass es doch eigentlich so sei, aber es ist eigentlich anders. Okay, das macht ein bisschen die Schwierigkeit aus, dieser Kritik. Ja. Also alle sind für Umweltschutz, aber die Müllberge werden immer größer. Also seit Umweltschutz ist ja kein neuer Gedanke. 50 Jahre mindestens gibt es keine politische Kraft, die irgendwie ernst genommen wäre, die nicht für Umweltschutz wäre. Soziale Gerechtigkeit seit über 100 Jahren, vollkommen unbestritten, alle sind dafür. Aber irgendwie nimmt die Armut zu. Alle wollen mehr freie Zeit zum Leben, aber alle sollen immer länger arbeiten. Überstunden ohne Ende, Rente mit 70, Rente mit 70. Tja, niemand will die Krise, aber keiner kriegt sie in den Griff. Insbesondere seit 2008, diese sogenannte Finanzkrise, von der sich doch langsam herumspricht, dass sie einen anderen Charakter hat als so die üblichen, normalen, früheren kapitalistischen Krisen und in irgendeiner Form immer wieder auftritt, sei es als Euro-Krise, sei es als Staatsschuldenkrise und so weiter. Niemand will das alles, aber irgendwie läuft es nicht so. Am guten Willen kann es nicht liegen. Guten Willen gibt es genug. Wenn es nur darauf ankäme, guten Willen zu demonstrieren, jetzt machen wir alles gut, dann wäre die Welt schon lange besser. Und das liegt daran, dass diese bürgerliche oder kapitalistische Gesellschaft, in der wir leben, eine Reihe von grundlegenden Konstruktionsfehlern hat, die nicht zu überwinden sind, wenn nicht die Grundlagen dieser Gesellschaft zu überwinden sind. Deswegen kann sich diese Gesellschaft auch nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ihrer Krise ziehen. Und das hat etwas mit dem Diktat der Ökonomie zu tun, mit dem Diktat der Wirtschaftsweise, die sehr grundlegend ist für diese Gesellschaft. Es gibt ja nun einen herrschenden Diskurs, der immer sagt, die Politik ist falsch, es wird die falsche Politik gemacht. Die Linken sagen das zu den Rechten, die Rechten zu den Linken, die einen sagen, ihr Neoliberalen macht die falsche Politik, die Neoliberalen sagen, ihr Regulierungswütigen macht die falsche Politik. Aber wie auch immer, es läuft immer darauf hinaus, es wird eine falsche Politik gemacht. Eine wirkliche Kritik setzt aber ganz anders an. Sie sagt, nein, das zugrunde liegende Problem ist die falsche Wirtschaft. Das ist das Kernproblem. Wer nur über die falsche Politik redet, setzt schon viel zu sehr an der Oberfläche an und redet gar nicht über den Kern des Problems. Ja, und die Gemeinwohlökonomie sagt, das Problem ist die falsche Wirtschaft und das ist gut. Ich beziehe mich im Wesentlichen, werden auch viel zitieren, auf dieses Buch von Christian Felber, Gemeinwohlökonomie. Wer bei ihm war, hat ihn erlebt. Er ist ja irgendwie auch, naja, wahrscheinlich immer noch sowas wie der Cheftheoretiker dieser Bewegung. Ich beziehe mich also auf dieses Buch, jetzt neue Auflage, März 18. Also, gut, dass da welche endlich mal sagen, nein, es ist nicht nur die falsche Politik, sondern die Wirtschaft ist falsch. Und wir müssen nach anderen Formen des Wirtschaftens suchen. Genau, ja, super, d'accord, sehr gut. Das Problem ist nur, dass der Ansatz der Gemeinwohlökonomie diesem seinem eigenen Anspruch nicht gerecht wird. Denn, Zitat Felber, die Wirtschaft beruht auf frei gestaltbaren politischen Regeln. Und, wo landet er da wieder? Das Problem ist die falsche Politik. Es machen welche eine falsche Politik und deswegen gestalten sie die Wirtschaft falsch. Und dann ist er eigentlich ganz schnell wieder da, wo er eigentlich weg wollte. Er sagt, das Problem ist die Wirtschaft und letztendlich sagt er aber, das Problem mit der Wirtschaft ist ein Problem der Politik, der falschen Politik. Und das ist die Schwäche dieses Ansatzes, die ich versuche anhand vieler Beispiele zu belegen. Also zum Beispiel hier Zitat Felber, ja, die Beschäftigten in Unternehmen,
sollen das Recht haben, diejenigen mitzubestimmen, die die Entscheidungen im Unternehmen treffen. Und er sagt, wenn also die Leute, sozusagen die Direktoren, die Chefs, wählen können, dann regieren die Menschen und nicht das Kapital. Das genau ist ein Trugschluss, nämlich auch dann regiert das Kapital. Das Kapital ist nämlich ein gesellschaftliches Verhältnis, dessen Bestandteil wir sind und nicht irgendetwas oben da Böses oder irgendein neutrales Instrument, das man nach Gutdünken so oder so oder so verwenden kann. Auf der Basis der grundlegenden Kategorien des Kapitalismus, und Sie merken, ich sage ganz gerne nicht Kapitalismus, weil ich so seit 2008 das Gefühl habe, sehr, sehr viele sind auf einmal gegen Kapitalismus, ist auch früher mal anders. Aber meine These ist, dass die meisten dieser KapitalismuskritikerInnen wenig vom Kapital verstanden haben. Und wenn man gegen Kapitalismus ist, sollte man einen Begriff von dem Ding haben, das dem Kapitalismus seinen Namen gibt, nämlich dem Kapital. Auf der Basis der grundlegenden Kategorien der Kapitalverwertung, nämlich Arbeit, Ware, Wert, Markt und Staat, kann man nicht anders wirtschaften. Das müsste ich jetzt natürlich belegen. Dieser Gemeinwohlökonomie-Ansatz hat eine große Attraktivität, er verbreitet sich und das liegt natürlich auch daran, dass er positiv ein Bedürfnis bedient, das da ist, nämlich er bedient das verbreitete Bedürfnis nach Praxis. Viele sehen, das kann nicht so weitergehen, unsere Wirtschaftsweise ist irgendwie schief und wir wollen was machen. Wir wollen nicht irgendwie ewig theoretisieren, sondern wir wollen jetzt loslegen. Und zwar ohne viel Theorie loslegen. Dieses Bedürfnis befriedigt dieser Ansatz, darauf beruht auch seine Attraktivität. Das Problem ist allerdings, dass sich ohne Theorie und Kritik die Wirklichkeit nicht verstehen lässt und deswegen auch nicht nachhaltig ändern lässt. Sodass die vermeintliche Stärke dieses Konzepts in Wirklichkeit seine entscheidende Schwäche ist. Ich will aber auch gleich was sagen zu dem Problem der Kritik, wie ich sie jetzt vortragen werde. Das hat nämlich auch ein Problem. Ich kann hier kein Rezeptbuch präsentieren. Und wenn es einigermaßen in meinem Sinne läuft, dann werden Sie heute ganz anders als bei Christian Felber mit vielleicht mehr Fragen rausgehen, als Sie vorher hatten. Also dieses Rezeptbuch, jetzt machen wir es so, kann ich nicht liefern. Ich hoffe, dass diese Kritik Folgendes leisten kann. Ich hoffe, dass sie bestimmte Klippen, Schwierigkeiten und Fallstricke einer emanzipatorischen Praxis benennen kann und die allgemeinen Voraussetzungen für ein anderes und besseres Wirtschaften skizzieren kann. Es geht also überhaupt nicht darum, jetzt zu sagen, ach, wie blöd ist die Gemeinwohlökonomie und ich erkläre euch jetzt mal, wie man das klug durchschaut und so. Darum geht es überhaupt nicht. Ich glaube, die KritikerInnen und die PraktikerInnen sollten sich mehr füreinander interessieren. Es gibt so eine Arroganz von KritikerInnen, die zum Teil sagen, ach, die haben nichts kapiert. Es gibt aber auch eine Ignoranz von manchen PraktikerInnen, die sagen, ach, Papier und Kritik, was ich will jetzt loslegen. Ich glaube, das ist eine beiderseitige Schwäche. KritikerInnen und PraktikerInnen sollten sich mehr füreinander interessieren. Ja, ich sagte schon, ich spreche ganz gern vom Kapitalismus. Und die vielleicht unangenehmste Eigenschaft, die dieser Kapitalismus hat, ist die, er ist ein Gedankengefängnis. Wir wachsen als Kinder hinein in diese Gesellschaft und können uns überhaupt nichts anderes vorstellen, sondern glauben, das sei alles Natur um uns herum. Zum Beispiel, dass wir lebenslang arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen, weil wir sonst nicht leben können. Es ist doch Natur. Wie soll denn die Welt anders eingerichtet sein? Wir werden in diesem Gedankengefängnis groß. Und weil Kapitalismus ein Gedankengefängnis ist, deswegen reicht eben gut gemeint nicht aus. Die Gefängnisordnung war noch nie ein guter Wegweiser in die Freiheit. Und deswegen müssen wir die Gefängnisordnung ein bisschen durchschauen. Zitat Felber, immer häufiger treffen Regierungen Entscheidungen, die den Bedürfnissen und Interessen der Mehrheit der Bevölkerung zuwiderlaufen. Stimmt, ist richtig gesehen.
Rezept, Felber, direkte Demokratie. Wenn die Leute entscheiden könnten, was sie wirklich wollen, dann würde alles gut laufen. Direkte Demokratie der Wirtschaft, was kommt da raus? Brexit kommt da raus. Da haben die Leute entschieden, mit Mehrheit. Und was kommt raus? Ein Chaos rauf und runter. Auch nicht besser, als wenn die da oben entscheiden würden. Und man müsste eigentlich sagen, und das geht ja nicht nur um den Brexit so, wenn sich die Entwicklung in der Welt ansehen, immer häufiger treffen Menschen, und zwar auch Mehrheiten von Menschen, Entscheidungen, die ihren eigenen Bedürfnissen und Interessen zuwiderlaufen. Wenn es so einfach wäre, dass die da unten gut sind und die da oben schlecht, dann müsste man mit direkter Demokratie tatsächlich die Verhältnisse zum Besseren wenden können. Aber offensichtlich sind die Verhältnisse dermaßen kompliziert, dass man im Kapitalismus zum Teil zu vollkommen unerwünschten Ergebnissen kommt, wenn man als Akteur auftritt. Es ist viel komplizierter. Und in der Vorstellung von dem guten Volk da unten, wenn das entscheiden würde, wäre alles gut. In dieser Vorstellung schwingt auch diese, wie ich finde, problematische Vorstellung von der Gemeinschaft der Guten mit. Also Gemeinwohlgemeinschaft, das hat nicht zufällig was miteinander zu tun. Und wenn dann diese Gemeinschaft der Guten zum Beispiel den Brexit beschließt, ja, dann ist die Frage, gilt dieses Gemeinwohl auch eigentlich auch für Flüchtlinge und Migranten zum Beispiel? Wehe denen, die nicht zur Gemeinschaft gehören. Gemeinschaft heißt immer, welche gehören dazu und welche gehören nicht dazu. Eine Gesellschaft ist was ganz anderes. Eine Gesellschaft beruht im Idealfall auf der Vereinbarung zwischen freien Individuen. Eine Gemeinschaft ist immer, ist was anderes, ist etwas Exkludierendes, ist was Inkludierendes, Exkludierendes. Auf die Spitze getrieben wurde das mit dieser Gemeinschaft in der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft. Wehe dem, der nicht zu dieser Gemeinschaft gehört. Zumindest ist in diesem Glauben, dass die Gemeinschaft der Guten schon das richtig machen würde, sie ist zumindest problematisch. Ich möchte zumindest darauf hinweisen, warum spricht man nicht vom guten Leben für alle? Darum geht es. Und wenn ich alle sage, meine ich 7,6 Milliarden. Das ist mir wesentlich sympathischer als ein Begriff wie Gemeinschaft, der doch zumindest, man wird sich vielleicht nicht genau einigen, ob Gemeinschaft ja oder nein, aber zumindest wird man zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Begriff Gemeinschaft sehr ambivalent ist und auch sehr unterschiedlich interpretiert werden kann. Gutes Leben für alle kann eigentlich, ist eine klare Aussage. Nochmal kurz zum Kern dieser Gemeinwohlökonomie, dieser Vorstellung. Also Unternehmen erstellen eine Gemeinwohlbilanz und dann wird nach bestimmten Kriterien wird dann abgefragt. Also was für Auswirkungen haben wirtschaftliche Aktivitäten auf die allgemeine Lebensqualität heute und morgen? Wird die Menschenwürde geachtet, wird soziale Gerechtigkeit gefördert, wird ökologische Nachhaltigkeit sichergestellt, wie transparent, solidarisch, demokratisch, werden die Ziele erreicht, das ist im Wesentlichen okay. Ja, das finde ich gut, das sind so ungefähr die Fragen, die man stellen muss, die man beantworten muss. Und wenn der Prozess der Erstellung von Gemeinwohlbilanzen dazu führt, dass sich mehr Menschen als bisher in den Betrieben, in den Unternehmen Gedanken darüber machen, über diese Fragen, dann ist das erstmal nicht schlecht. Dann ist das erstmal gut. Das Instrument des Kern ist dann die sogenannte Gemeinwohlbilanz. Da werden dann Punkte vergeben nach bestimmten Kriterien wie Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und so weiter. Gemeinwohlbilanz, das Zentrale, also diese Matrix als das zentrale Element. Der Haken ist, die Vorstellung, dass das alles im Rahmen einer Marktwirtschaft funktionieren könnte. Zitate Felber,
Gemeinwohlökonomie ist eine wirksame Marktwirtschaft. Wenn die Gemeinwohlbilanz erstmal durchgesetzt wäre, dann ginge jeder in Konkurs, der nicht mitmachen würde. Und deswegen werden schon alle sich bemühen, mitzumachen. Ja, mehr noch, es geht um nicht weniger als um den Weltmarkt. Also die Eintrittskarte, Gemeinwohlbilanz als Eintrittskarte in den Weltmarkt. Da stellt sich zum Beispiel schon die Frage, wer eigentlich diese Eintrittskarte vergibt, aber da kommen wir später noch drauf. Also es ist ein Anspruch. Der Anspruch, der hinter dieser Gemeinwohlökonomie steht, ist eine weltweite, funktionierende, gute Marktwirtschaft. Wenn wir uns mal so eine Gemeinwohlökonomie-Bilanz ein bisschen näher ansehen, ich habe hier mir mal angeschaut den Eigenbetrieb Leben und Wohnen der Stadt Stuttgart. Das ist also im Wesentlichen Altersheime. 44 Millionen Umsatz, 1000 Beschäftigte. Die haben also eine Gemeinwohlbilanz gemacht. Und da lesen wir dann unter anderem, dass es Verbindlichkeiten gegenüber bestimmten Kreditinstituten gibt. Und die sind ja alle öffentlich, diese Bilanzen. So und so viel gegen der Bank, der Bank, der Bank. Und dann heißt es, von einer besonders ethisch nachhaltigen Ausrichtung im Sinne der Gemeinwohlbilanz kann bei keinem der finanzierten Institute ausgegangen werden. Und etwas weiter heißt es, ja, wir nehmen auch, der Eigenbetrieb ELW nimmt verstärkt auch jetzt Kredite von der Stadt auf, aber die Konditionen sind marktüblich. Das ist genau der Punkt, stößt immer wieder an den Markt und das ist der Knackpunkt. Das ist der Knackpunkt. Der Nachhaltigkeitsdiskurs schafft es ja aus mir unerfindlichen Gründen bis heute irgendwie was vollkommen Neues. Oh, was für eine tolle Idee. Das machen wir jetzt mal. Entschuldigung, aber der Nachhaltigkeitsdiskurs ist ein alter Hut. Das muss man wissen. Im Grunde genommen gibt es den seit einem halben Jahrhundert, also 1972, der Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums, da taucht der Begriff Nachhaltigkeit noch nicht auf, aber das ist der Diskurs. 1987 taucht er dann wörtlich auf, Sustainable Development verdeutscht dann als nachhaltige Entwicklung. Und es gab in diesem halben Jahrhundert Unmengen von Konferenzen, Beratungen auf nationaler, internationaler, regionaler Ebene, in Betrieben, Universitäten, Schulen und. Es wurden Unmengen an Papierbeschlüssen und so weiter produziert. Ich habe hier nur mal die wesentlichen großen internationalen Konferenzen hier aufgeschrieben. Und was lesen wir in Wikipedia? In der Abschlusserklärung sind keine verbindlichen Abmachungen für die Umsetzung der erklärten Ziele enthalten, sodass Nichtregierungsorganisationen und Vertreter der Zivilgesellschaft die Verhandlungen für gescheitert erklären. Das ist das Ergebnis eines halben Jahrhunderts Nachhaltigkeitsdiskurs. Die herrschende Vorstellung von dem, was Nachhaltigkeit eigentlich sei oder wie Nachhaltigkeit funktionieren würde, ist diese. Es müsse eine Win-Win-Win-Situation geben. Und eine Win-Win-Win-Situation wird beschrieben als eine Situation, bei denen Unternehmen, Umwelt und Gesellschaft von nachhaltigem Wirtschaften gleichermaßen profitieren. Und genau das ist zu hinterfragen, dass das funktioniert. In Nischen, und ich werde nachher noch ein bisschen mehr sagen zu dem Thema Nischen, in Nischen kann das funktionieren. Aber als Grundprinzip dieser Wirtschaft und dann noch global kann es nicht funktionieren. Wenn es funktionieren würde, hätten wir nach einem halben Jahrhundert Nachhaltigkeitsdiskurs schon eine ziemlich viel andere Welt. Es kann nicht funktionieren. Es ist ein uneinlösbarer Anspruch. Zitat Christian Felber: In der Gemeinwohlökonomie ist die Mehrung des Gemeinwohls das höchste Ziel. Kapital ist ein wertvolles Mittel dafür. Es gibt weder einen Zwang zum besseren Einsatz von Kapital noch zu dessen Vermehrung. Er sagt also, man könne Kapital so behandeln, dass man es nicht immer wieder einsetzen muss und dass es sich nicht vermehren muss. Das ist zu hinterfragen. Die Gemeinwohlökonomie ist eine vollethische und wirklich liberale Marktwirtschaft. Alle Menschen und Marktteilnehmerinnen sollen die gleichen Rechte, Freiheiten, Rechte und Chancen
genießen. Zitat Christian Felber. Das ist die alte liberale Ideologie, angefangen von Adam Smith, dass wenn nur überall der Markt herrschen würde, es allen Leuten gut ginge. Es kann im Kapitalismus, es kann nicht so sein, dass alle Marktteilnehmerinnen die gleichen Maße Rechte von Freiheiten und Chancen genießen. Das beweist die Praxis, aber das kann man auch theoretisch herleiten. Was also ist Kapitalismus? Und um das zu verstehen, machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment. Was Sie hier sehen, ist, ja, stimmt, ein Schnellkochtopf. Vielleicht ein, ja gut, ich gebe zu, bisschen letztes Jahrtausend, aber ich glaube noch zu erkennen, Schnellkochtopf. Und jetzt machen wir mal ein Gedankenexperiment. Clara, du hast dir jetzt einen Schnellkochtopf gekauft und du machst jetzt ja ein lecker veganes Nudelgericht. Und das schmeckt besser als im alten Topf vorher, da sind mehr Vitamine drin und vor allem, du machst es in 5 Minuten statt in 20 Minuten. Also nur gut, nur gut. Clara, was machst du mit der Viertelstunde, die du gewonnen hast? Essen. Okay. Essen, Blumen gießen, Freundin anrufen. Du nutzt? Christian Felbers Buch lesen. Nutzt es. Okay, zum Leben. Zum Leben. Du nutzt die Zeit zum Leben. Nicht so unsere Wirtschaft. Die sagt, Moment, Clara, nichts davon wegen telefonieren oder Blumen gießen oder was. Du machst jetzt ganz schnell 1, 2, 3, 4 lecker vegane Nudeln. Aber warum? Warum brauche ich denn 4-mal? Ich brauche nur 1. Warum soll ich 4-mal machen? Das ist doch völlig uninteressant, liebe Clara, was du brauchst und was du nicht brauchst. Du musst Käufer suchen, Käufer suchen, Käufer suchen. Und warum Käufer suchen? Weil der Markt entscheidet. Der Markt entscheidet über uns. Voneinander isolierte Wareneigentümer produzieren nicht für ihre Bedürfnisse, sondern für eine anonyme Macht, den Markt. Die wirklich Herrschenden im Kapitalismus sind die Märkte. Also es gibt oben und unten, es gibt welche, die kräftig einstecken und es gibt sozusagen arme Schweine unten, die gerade noch froh sein können, dass sie Hartz IV kriegen. Skandal, muss man skandalisieren, muss man was dagegen machen. Aber Herrschende im Sinne von den Laden beherrschen, sind die da oben auch nicht. Also wer seit 10 Jahren trotz einer Krisenkonferenz nach der anderen die Krise nicht in den Griff kriegt, also da stelle ich mir was anderes unter Herrschenden vor. Kapitalismus ist schwer zu verstehen. Kapitalismus ist menschheitsgeschichtlich eine neue Herrschaftsform. Es ist nämlich eine abstrakte Herrschaftsform. Der Markt ist eine sehr abstrakte Herrschaftsform, der wir unterworfen sind. Kapitalismus ist Marktwirtschaft. Alle Vorstellungen, dass es eine Marktwirtschaft geben könne, die kein Kapitalismus sein muss, sind auf Sand gebaut. Kapitalismus ist im Kern Marktwirtschaft und das ist das Problem. Und dieser Kapitalismus hat bestimmte Zwänge, die sich nicht umgehen lassen, oder auch diese Dynamik einer Marktwirtschaft bringt diese Zwänge mit Notwendigkeit hervor. Das eine ist grenzenloses Wachstum. Wenn dieser Kapitalismus oder diese Marktwirtschaft nicht unendlich wächst, gerät sie in die Krise. Und zwar die ganze Gesellschaft gerät dann in die Krise. Nicht nur die Kapitalisten, sondern auch die Arbeitnehmer alle. Der zweite Zwang ist maximaler Profit. Alle müssen nach dem maximalen Profit streben. Es gibt ja die verbreitete Vorstellung, Kapitalismus strebe nach Profit. Das ist falsch, auch das, es gibt Nischen, in denen ein Nicht-Maximalprofit ausreicht. Aber insgesamt funktioniert dieses System so, dass nur dasjenige Einzelkapital, das den maximalen Profit herausholt, in der Lage ist, in der mörderischen Ellenbogenkonkurrenz auf dem Markt die anderen Kapitale aus der Bahn zu werfen.
Entweder du gehst unter oder ich gehe unter. Das ist das Problem. Und da sich im Prinzip alle so verhalten müssen bei Strafe des Untergangs, produziert dieses System die Sucht nach maximalem Profit. Und der dritte Zwang, der die Dynamik der Marktwirtschaft hervorbringt, ist, was da produziert wird, ist vollkommen wurscht. Ob das Apfelkuchen sind, ist oder Atombomben oder womit immer, auch darum, um die stoffliche Seite. Die stoffliche Seite ist nur ein Abfallprodukt in der Logik dieser Wirtschaft. Die entscheidende Frage ist grenzenloses Wachstum, maximaler Profit, sonst gerät es in die Krise. Nochmal zur Verdeutlichung, warum muss sich Kapital beständig akkumulieren, also anhäufen? Warum ist dieser Zwang da? Das ist eine Existenzbedingung für das Kapital. Nur dasjenige Kapital, also Einzelkapital, das am meisten in Rationalisierung investieren kann, setzt sich im Konkurrenzkampf durch. Rationalisierung heißt Arbeitskraft, Arbeitskosten einsparen. Und je mehr ich das einsparen kann, umso mehr kann ich einen unschlagbaren Preis auf dem Markt liefern und meine Konkurrenten ausschlagen. Und deswegen müssen alle nach dem maximalen Profit streben, bei Strafe des Untergangs. Bei Strafe des Untergangs. Wenn ich nicht den maximalen Profit raushole, kann ich nicht maximal Rationalisierung und Arbeit einsparen, dann macht es der andere, dann werde ich vom Markt verdrängt. Kapitalismus ohne Wachstum ist unmöglich. Zitat Christian Felber, Kapital ist ein wertvolles Mittel, es gibt weder einen Zwang zum Einsatz von Kapital noch zu dessen Vermehrung. Er weiß sich bei näherer Betrachtung schlicht als Wunschdenken und falsch, sowohl praktisch wie theoretisch widerlegt. Kapital muss beständig eingesetzt und vermehrt werden bei Strafe seines Untergangs. Das ist die inhärente Logik der abstrakten Herrschaft des Marktes. Warum dann dieser Wachstumszwang? Und da geben viele, leider auch Christian Felber, die Antwort, ja, die Zinsen sind schuld. Wenn es diese Zinsen nicht gäbe, dann wäre alles gut. Zitat: Unternehmen unterliegen dem Wachstumszwang ab dem Moment, in dem sie einen positiv verzinsten Kredit aufnehmen. Also ab dem Moment, oder Zins, dann kommt der Wachstumszwang. Kredit, und deswegen dann auch die Forderung, Kreditzins für Unternehmen muss grundsätzlich auf 0% gestellt werden. Diese Form der vermeintlichen Kapitalismuskritik, diese Zinskritik ist hochproblematisch, wirklich hochproblematisch. Sie hat auch Verbreitung gefunden und findet Verbreitung sehr weit in der politischen Landschaft und auch bei äußerst problematischen Bewegungen und Figuren. Ich unterstelle Christian Felber nichts, das wäre falsch, aber man sollte wissen, dass ganz zentral für die NSDAP genau diese Zinskritik war. Dieses Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft war ein Gründungsdokument der NSDAP. Die ganze Programmatik der NSDAP ist ohne die vermeintliche Vorstellung vom Zins als der Ursache des Problems überhaupt nicht vorstellbar. Es gibt Stellen bei Hitler, wo er schreibt, als ich die Zinskritik verstanden habe, also Gottfried Feder war damals, der hat übrigens auch dieses Manifest geschrieben, da war er beim Vortrag von Gottfried Feder, und dann hat er das verstanden, und in dem Moment, wo er das verstanden hat, dann wurde ihm klar, welche Art von Partei er braucht. Auch hier demonstrieren welche für eine zinsfreie Wirtschaftsordnung. Das sind auch Nazis jetzt, neue Nazis. Das wurde dann bei den Nazis natürlich übertragen auf die jüdischen Wucherer. Die haben sozusagen die undurchschaubare Macht. Sie haben die Macht, den Zins in die Welt zu setzen, obwohl er doch eigentlich gar nicht nötig wäre. Und deswegen hauen sie uns übers Ohr. Nun sind natürlich jetzt bei weitem nicht alle ZinskritikerInnen irgendwie Nazis. Das wäre auch völlig daneben und unter der Gürtellinie. Und wenn Sie jetzt sowas zum Beispiel sehen hier,
Initiative für natürliche Wirtschaftsordnung, dieses Bier hat 30% Zinsanteil, ist ja irgendwie ganz überzeugend, ne? Könnte ein paar Bier mehr trinken, wenn die blöden Zinsen nicht gäbe. Also wäre natürlich völlig daneben, jetzt diesen Leuten irgendwie eine Nähe zu Nazis zu unterstellen. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, in der Vorstellung, dass die Zinsen daran schuld seien, schlummert erstmal immer die Voraussetzung, dass ja Kapitalismus, also eine Marktwirtschaft, auch ohne Zinsen funktionieren könnte. Wenn das aber so ist, dass eine Marktwirtschaft eigentlich ohne Zinsen funktionieren könnte und die Zinsen aber trotzdem in der Welt sind, dann muss diese Denke zwangsläufig darauf kommen, dass irgendjemand ja die Zinsen erfunden hat. Und diese irgendjemand muss über eine ungeheure Macht verfügen, über diese ungeheure Macht, diese Zinsen durchzusetzen gegen die große Mehrheit der Bevölkerung und die große Mehrheit der Bevölkerung an der Nase herumführen. Also die Vorstellung, die Zinsen, die es doch eigentlich gar nicht geben müsste, sind schuld, resultiert immer in der einen oder anderen Form in die Vorstellung, dass die Zinsnehmer oder die Zinserfinder, die Zinsnehmer eigentlich schuld sind an der Krise. Zitat Christian Felber, mindestens 80% der Bevölkerung zählen zu den Netto-Zinsverliererinnen. Das Problem darüber klärt uns keiner auf. Deshalb gibt es immer noch sehr viele Menschen, die sich über Sparzinsen freuen. Und ich möchte schon sagen, das ist eigentlich irgendwo eigentlich die unsympathischste Stelle hier in Felbers Theorie, weil das ist nun tatsächlich Verschwörungsdenken. Es gibt einige wenige und das Volk wird bewusst dumm gehalten. Keiner klärt uns auf, aber jetzt komme ich und erkläre euch, wie es wirklich ist. Ja, das ist dann diese Denke, wir werden belogen und betrogen, ja, diese ganze Wutbürger-Pseudokritik. Das muss ich an der Stelle schon sagen. Ja. Zinskritik ist daneben und hat nicht verstanden, was Kapitalismus ist und kann wirklich auch in ganz schlechte Fahrwasser geraten. Ich unterstelle Christian Felber und den Fans der Gemeinwohlökonomie nicht, dass sie in diese schlechten Fahrwasser wollen. Ich habe auch davon nichts feststellen können, dass da irgendwas ist. Ich möchte vorschlagen, darauf zu achten, dass man da ganz nah an höchst problematischen Denkmustern ist, mit so einer vereinfachten Sicht. Was sind die Zinsen anderes als der Preis des Geldes? In die Zinsen haben wir gar nicht viel hineingeheimnissen. In einer Wirtschaft, in einer Marktwirtschaft, in der alles zur Ware wird, hat auch alles seinen Preis. Und natürlich hat das Geld auch seinen Preis. Es geht da überhaupt nicht anders. Banken sind systemnotwendig, werde noch was dazu sagen. Und auch Banken müssen, wie alle anderen Akteure auf dem Markt auch, natürlich Gewinn machen. Ja, und das Verleihen von Geld ist das Geschäft der Bank. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist das eigentlich, Geld? Und über Geld gibt es weit verbreitet, bei weitem nicht nur jetzt bei der Gemeinwohlökonomie, weit verbreitet eine, wie ich meine, sehr falsche Vorstellung. Und das ist die hier. Ja, Geld sei doch ein neutrales Mittel. Geld sei doch eine geniale Erfindung. So wie irgendjemand hat mal das Rad erfunden und so hat irgendwann jemand das Geld erfunden. Das ist noch eine geniale Erfindung und man muss das Geld nur richtig einsetzen und dann kann man doch mit dem Geld machen, was man will. Diese Vorstellung ist weit verbreitet, nichtsdestoweniger ist sie falsch. Das Problem ist, dass unsere Alltagserfahrung oft kritisches Denken eher behindert. Also wenn meine Grundbedürfnisse gesichert sind und ich habe 20 Euro in der Tasche, dann kann ich doch eigentlich mit dem Geld machen, was ich will. Ich kann mir einen Kasten Bier kaufen, ich kann mir ein Buch kaufen, ich kann ins Kino gehen. Ich kann doch mit dem Geld machen, was ich will, das ist eine Alltagserfahrung, das ist ja nicht falsch. Der Trugschluss besteht nun darin, dass man das mit all den Billionen
Milliarden, Billionen, Billiarden mittlerweile, die um die Finanzmärkte floten, auch machen könnte, was man will. Und daher die Vorstellung, ja, die da oben, die machen mit dem Geld auch, was sie wollen. Und die wollen halt was Schlechtes. Und wenn wir da oben oder welche von uns da oben wären, dann würden wir was Gutes mit dem Geld machen. Weil ich kann so mit dem 20-Euro-Schein auch machen, was ich will. Und das ist genau die verbreitete Trugvorstellung. Und daraus resultieren dann Forderungen wie die, ja, warum gibt man die Billiarden, die an den Finanzmärkten herumfloten, nicht lieber für Kindergärten, Schulen und Stadtparks aus? Damit ich nicht falsch verstanden werde, solche Forderungen sind berechtigt und man muss sie auch stellen. Wir leben im Hier und Jetzt und wir müssen solche Forderungen auch stellen. Also ich war lange Gewerkschafter und Personalrat im Klinikum in Stuttgart. Ich habe mit meinen Kolleginnen zusammen auch Kampagnen organisiert, mehr Geld für Krankenhäuser. Das ist klar, nur zur Klarstellung, das muss man stellen. Das Problem ist ein anderes. Das Problem liegt in der Vorstellung, wenn das massenweise gemacht würde und sogar global gemacht würde, dann wäre alles gut. Nein, die irrsinnige Logik des Kapitalismus führt dazu, dass wenn das massenweise und gar global gemacht würde, dass die Krise des Kapitalismus sehr schnell, sehr viel mehr noch verschärfen würde. Das ist ein Hammer, dass es so ist, aber es ist so. Und warum ist es so? Na, weil man mit Kindergärten, Schulen und Stadtparks kein unendliches Wachstum und Maximalprofit realisieren kann. Wir haben aber gesehen, dass unendliches Wachstum und Maximalprofit das Lebenselixier des Kapitalismus sind. Diese Vorstellung, dass man mit dem Geld, mit den Milliarden einfach machen könne, was man will, das nenne ich die große Politikillusion. Die Zwänge der Ökonomie engen die Spielräume der Politik zunehmend ein. Natürlich hat die Politik in einem der reichsten Länder der Welt, in dem wir leben zum Beispiel, noch mehr Spielräume als zum Beispiel in Griechenland, und von sogenannten Dritten Weltländern will ich gar nicht reden. Aber auch in den reichen Ländern, auch im reichen Deutschland, werden die Spielräume der Politik tendenziell enger. Es ist ein offenes Geheimnis, dass es gar nicht sicher ist, wie lange das mit dem Exportweltmeister noch so weitergeht, und alle wissen, dass die deutsche Wirtschaft am Exportweltmeistertum hängt. Staat und Kapital können eben nicht mit dem Geld machen, was sie wollen, sondern sie müssen in erster Linie dafür sorgen, dass die Megamaschine aus ewigem Wachstum und Maximalprofit läuft, weil daran die ganze Wirtschaft hängt. Das ist übrigens auch das Geheimnis davon, dass wenn irgendwo die Linken oder die Grünen mitregieren, sie so viel anders gar nicht machen. Nicht, weil sie jetzt auch irgendwie zu Verrätern geworden wären, das ist, finde ich, nicht überzeugend, sondern weil die Logik des Systems so funktioniert. Man muss erstmal dafür sorgen, dass die Megamaschine läuft. Und wenn PolitikerInnen sagen, die Banken sind systemrelevant, dann lügen sie nicht, dann sagen sie die Wahrheit. Es ist zwar eine sehr unangenehme und verhängnisvolle Tatsache, dass die Banken systemrelevant sind, aber sie sind systemrelevant. Und Tim und Theresa sind halt nicht systemrelevant. Und das ist das Problem. Wenn wir in einem System leben würden, in dem Tim und Theresa relevant wären, systemrelevant, hätten wir ein völlig anderes System und auch keine Marktwirtschaft. Im Zusammenhang mit dem unverstandenen Charakter des Geldes gibt es dann sehr viele problematische Vorstellungen, die uns auch in der Gemeinwohlökonomie begegnen. Also da ist tatsächlich nun die Vorstellung, ja, gründen wir doch eine demokratische und eine ethische Bank. Und dann beschließen wir mit Mehrheit, wofür wir das Geld ausgeben, wofür wir das Geld nicht ausgeben. Und dann haben wir das doch alles im Griff. Und vor allem werden wir Schritt für Schritt das ganze Bankenwesen so demokratisieren, bis zum Schluss eine demokratische Weltzentralbank sozusagen existiert. Es gibt ja solche Banken schon. Nichts gegen die Bank, gegen die GLS-Bank, GM-Laien-Schenkenbank, die ja seit einigen Jahren existiert und die auch durchaus vernünftige Projekte auch mal fördert. Nichts dagegen.
Aber die Frage, die man sich stellen muss, ist doch, woher hat zum Beispiel die GLS Bank das Geld, das Leute anlegen? Und das sind im Wesentlichen sind das besser verdienende Leute, die einfach die Möglichkeit haben, auch da mal ein bisschen Geld anzulegen in der Bank, und zwar besser verdienende Leute mit ethischem und moralischem Anspruch, die einfach sagen, okay, nee, ich will aber nicht, ich verzichte auf ein paar Prozent Gewinn und will aber nicht in der Rüstungsindustrie, leg da an. Gut, das ist eine gute Sache, eine gute Verhaltensweise, unterstützenswert, gut, ja. Aber woher haben denn die Leute, die ihr Geld in der GLS-Bank anlegen, ihr Geld? Na, ihr Geld kommt aus der Megamaschine von ewigem Wachstum und Maximalprofit. Entweder sie arbeiten unmittelbar in dieser Wirtschaft oder sie arbeiten beim Staat in verschiedenen Formen, bei der öffentlichen Hand, und kriegen ihr Geld von der öffentlichen Hand. Und woher hat die öffentliche Hand ihr Geld? Durch Steuereinnahmen, überall auf der Welt, immer so. Und woher kommen die Steuereinnahmen? Aus der funktionierenden Megamaschine von ewigem Wachstum und Maximalprofit. Also solche demokratischen Banken können bestenfalls Nischenprojekte sein. Durchaus auch interessante Nischenprojekte, die hin und wieder auch mal was Gutes bewirken können. Aber sie sind Nischenprojekte auf der Basis der funktionierenden Kapitalverwertung, auf der Basis der funktionierenden Megamaschine. Die Megamaschine ist aber das Problem. Demokratische Banken können die Verhältnisse nicht grundlegend ändern. Und deswegen müssen wir uns nochmal die Frage stellen, was ist das eigentlich, Geld? Stimmt das wirklich? Einfach so eine geniale Erfindung dann? Und da müssen wir vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen und auch unsere Alltagssprache hinterfragen, die, wie gesagt, oft mehr vernebelt als klärt. Wir sprechen von Reichtum und meinen eigentlich die Milliarden, also Milliardäre sind reich. Wir meinen das immer irgendwie monetär. Es gibt aber zweierlei Reichtum, da muss einem klar sein. Es gibt den Reichtum, den wir wirklich brauchen zum Leben, nämlich Nahrung, Kleidung, Wissenschaft, Kultur im weitesten Sinne, Technik. Das ist das, was wir wirklich brauchen zum Leben. Und es gibt Wert, Geld, Kapital, einen abstrakten Reichtum, der ist nur notwendig im Kapitalismus. Dieser Reichtum produziert Waren. Der stoffliche Reichtum, der notwendig ist zum Leben, produziert Güter. Waren und Güter, etwas, was im Alltagsbewusstsein und leider auch im Mainstream der herrschenden Volkswirtschaftslehre oft synonym verwandt wird. Es ist aber ein ganz grundlegender Unterschied. Eine Wirtschaftsweise, die sich um die Produktion des stofflichen Reichtums drehen würde, produziert Güter. Eine Wirtschaftsweise, die sich um die Produktion von Waren für den Markt dreht, produziert abstrakten Reichtum. Wir haben also stofflichen Reichtum und wir haben abstrakten Reichtum. Zweierlei Arbeit. Wie kann man sowas hinterfragen? Arbeit ist so Alltagsbewusstsein. Arbeit kann doch gar nicht anders gehen. Die Herstellung des stofflichen Reichtums, das ist notwendig zum Leben. Nahrung, Kleidung, Wissenschaft, Bildung, das ist notwendig zum Leben. Aber die Produktion des Werts, zu dem ich gleich noch etwas sagen werde, ist nur im Kapitalismus nötig. Um Güter herzustellen, ist sinnvolle Tätigkeit notwendig. Um Waren herzustellen, brauchen wir abstrakte Arbeit. Und ich habe hier bewusst zwischen Arbeit und Tätigkeit unterschieden, um das nochmal deutlich zu machen. Tätig müssen wir sein. Es gibt keine Paradies. Wir müssen tätig sein. Aber das, was wir unter Arbeit landläufig verstehen, nämlich arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, weil wir nicht leben können und so weiter, das ist abstrakter Reichtumsbegriff. Und zweierlei Wert.
In der Alltagssprache verwenden wir den Begriff Wert meistens im Sinne von Wertschätzung. Wertschätzung. Dies und jenes ist mir was wert, diese Erinnerung, diese Beziehung, dieses Ding. Wertschätzungen sind notwendig zum Leben. Im Kapitalismus ist der Wert, um den es hier geht, das Produkt abstrakter, warenproduzierender Arbeit für den Markt. Wir müssen uns diesen abstrakten Wert, der am Markt herrscht, regieren lassen. Wo der Wert herrscht, ist bildlich gesprochen der Markt König, und wo die Wertschätzung herrscht, ist bildlich gesprochen der Mensch König. Man kann schlechterdings keine Gesellschaft aufbauen wollen, in der der Mensch sozusagen König ist und gleichzeitig der Markt auch König ist. Das schließt sich aus. Stofflicher Reichtum ist was völlig anderes als abstrakter Reichtum. Und jede emanzipatorische Bewegung muss sich auf den stofflichen Reichtum konzentrieren. Das vertragte Ding ist aber, dass dieser abstrakte Wert in der Marktwirtschaft unser Leben regiert. Und wir alle gehen täglich damit um, mit diesem Wert. Das müssen wir, das lernen Sie als Kinder schon, sonst könnten Sie gar nicht überleben in dieser Gesellschaft. Das kennen Sie alle. Und das ist das Geld. Das ist das Geld. Geld ist bei genauer Betrachtung eben nicht eine geniale Erfindung, die man nur richtig einsetzen muss, damit man damit machen kann, was man will, sondern Geld ist Ausdruck der abstrakten Herrschaft, der wir unterworfen sind, nämlich Ausdruck und Mittel der Herrschaft des Werts. Weswegen eine vernünftige Kapitalismuskritik im Übrigen auch Wertkritik heißt. Wir sind Gefangene dieser abstrakten Reichtumsproduktion. Und zwar nicht nur irgendwelche Kapitalisten, sondern wir alle. Dem Vorsitzenden der Arzneimittelkommission sollte man unterstellen, dass er ein bisschen was von Arzneimitteln versteht. Der sagt, mindestens 80% aller Medikamente, die in Deutschland neu auf den Markt kommen, sind, mindestens unwirksam. Sagen Sie das bitte all den Kolleginnen, die bei Bayer, BASF arbeiten. An diesen mindestens 80% überflüssigen Medikamenten hängen jede Menge Arbeitsplätze dran. Bereits Ende der 70er Jahre hatte ein damaliger Chef von BMW in einer Podiumsdiskussion einen genialen Satz gesagt. Ich glaube, er war sich gar nicht so dessen bewusst, in dem Moment, wie genial der Satz ist. Er wurde gefragt, Ende der 70er schon, aber wissen Sie denn nicht auch, dass wir die Welt nicht mit immer mehr Autos zuschütten können? Wir können doch die Welt nicht mit so viel Autos zuschütten, wie sie heute schon in Westeuropa, Nordamerika gibt. Irgendwann der Ostblock und dann Asien und Südamerika und Afrika, das geht doch alles gar nicht. Dann gibt er folgende geniale Antwort. Ja, das stimmt schon. Es mag tatsächlich zu viele Autos auf der Welt geben. Aber unser Problem ist, es gibt noch zu wenig BMWs. Und das ist genau die irre Logik dieses Systems. Ja, das war Herr Eberhard von Kühnheim, legendärer Vorstandsvorsitzender von BMW. Und der Witz ist, das muss nicht nur der Chef von BMW sagen, das muss der Chef von Daimler und von General Motors und von Toyota auch sagen. Ja, wir sehen ja ein, es gibt viel zu viele Autos, schon klar, aber es gibt zu wenig Toyotas, es gibt zu wenig Daimler. Und das müssen aber nicht nur die Chefs sagen, das muss die Kollegin, die bei Daimler arbeitet, auch sagen. Und der Betriebsrat von Daimler und die IG Metall muss es auch sagen. Weil man kann ja tausendmal verstanden haben, dass der ganze Laden an die Wand fährt. Aber wenn man eben davon lebt, dass der Daimler möglichst viel von den Dingern in China überall verkauft, dann hat man Interesse, dass es so ist. Wir sehen zwar, dass der ganze Laden an die Wand fährt, aber wenn wir nicht weiter an die Wand fahren, können wir nicht leben. Das ist die ganze irrsinnige Logik des Marktes und der Kapitalherrschaft, der wir unterworfen sind und aus der wir raus müssen. Ja, und wenn wir dann also noch Arbeit haben,
zu den Glücklichen gehören, dann wird der Arbeitsdruck immer größer. Also das sind so Zahlen aus den letzten Jahren, allein für Deutschland, wie die Arbeit zu ungünstigen Zeiten, Nachtarbeit, Wechselschicht und so weiter immer mehr wächst. Das ist eine Umfrage, wann würden Sie eigentlich gerne in Rente gehen? Die wenigsten, es sind gerade mal 2%, die länger arbeiten wollen als 65, die allermeisten wollen früher aufhören, mit Gründen. Und was ist die Antwort? Rente mit 67, mit 70, mit 75, das wird doch alles offen diskutiert. Und wer heute unter 30 ist, der weiß doch, wenn die Entwicklung so weitergeht, werde ich mit 80 noch keine Rente kriegen, von der ich werde leben können. Das ist doch ein offenes Geheimnis. Das weiß doch jeder. Ja, wenn ich groß bin, werde ich Humankapital. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Das ist die Perspektive. Das ist die Perspektive. Im Gefängnis der abstrakten Reichtumsproduktion sitzen heißt, für den Markt produzieren müssen, in der Hoffnung, dass er es honoriert, weil wir sonst nicht leben können. Wenn uns der Markt nicht akzeptiert, nicht honoriert, dann haben wir ein dickes Problem. Und dieses Modell gerät zunehmend in die Krise, und zwar auch in den Kernländern zunehmend. Das Problem ist, dass der Kapitalismus an seiner eigenen Produktivität zunehmend erstickt. Eckige Klammer auf. Der Kapitalismus bringt nicht nur Schlechtes in die Welt. Also er hat einen enormen Produktivitätsschub hervorgebracht. Da ist bei weitem nicht alles gut, aber ich glaube, ich gehöre auf jeden Fall auch zu denen, die nicht in vorkapitalistischen Verhältnissen leben wollen. Es geht darum, eine nachkapitalistische Gesellschaft zu erreichen auf einem hohen Produktivitätsniveau und nicht auf einem vorkapitalistischen Niveau. Das Gute, was der Kapitalismus auch in die Welt gebracht hat, ist aber heute nicht mein Thema. Eckige Klammer zu. Wir können heute mit weniger Arbeit denn je mehr stofflichen Reichtum denn je produzieren. Und bitte stofflichen Reichtum, nicht abstrakten Reichtum, stofflichen Reichtum. Das kann man an ganz vielen Beispielen durchdeklinieren. Hier nur eins. Als 1924 das erste Fließbandauto vom Band lief, dieses berühmte Modell T, Ford T, da steckten 813 Arbeitsstunden in so einem Teil. Also vom Reißbrett bis zur Lackierung. 2008, das ist auch schon wieder 10 Jahre her, steckte in einem Ford Fiesta noch genau 12 Arbeitsstunden und der Ford Fiesta war ein bisschen komplizierter als das Modell T. Die Produktivität explodiert am stofflichen Reichtum gemessen. Die herrschende Volkswirtschaftslehre übrigens kommt zu dem absurden Schluss, dass die Produktivität nicht wachsen würde, weil sie Reichtum nur monetär bewertet, weil für sie keinen Unterschied gibt zwischen abstrakten Reichtum und stofflichen Reichtum und weil sie Warenproduktion und Güterproduktion nicht keinen kategorialen Unterschied macht. Wer sich aber wer den Blick auf den stofflichen Reichtum konzentriert, der wird sehen, dass die Produktivität enorm explodiert. Roboter und Computer nehmen uns immer mehr Arbeit ab. Wir können tatsächlich im Wortsinne schon sagen, schon morgen früh werden die Roboter und die Computer noch besser sein und wir werden mit noch weniger Arbeit noch mehr stofflichen Reichtum produzieren können. Und unter diesen herrlichen Bedingungen sollen wir immer länger arbeiten. Da haben doch Jahrtausende lang haben doch Menschen davon geträumt, dass es Maschinen, Apparate, Roboter gäbe, die einem diese mühselige Arbeit abnehmen. Und die allerwenigsten hatten die Chance, ganz wenige Männer, noch viel weniger Frauen. Und warum hatten sie die Chance? Weil sie genug Sklaven und Frauen hatten, die ihnen sozusagen die lästige Pflicht des Sich-Abragans abgenommen haben. Heute wären wir zum ersten Mal menschheitsgeschichtlich in der Lage, dass wir das für alle haben können.
Und ausgerechnet in dieser herrlichen Situation, von der Menschen seit Jahrtausenden geträumt haben, sollen wir immer länger arbeiten. Das ist doch absolut Gaga. Das ist absolut Gaga. Da ist aber kein Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank oder keine Bundeskanzlerin dran schuld, sondern das ist die irre Logik der Marktwirtschaft, die so eine absurde Situation hervorbringt. Ja, Rente mit 67, 70, 75 und so weiter, dieser ganze Diskurs. Auch Christian Felber unterliegt im Zitat, die Finanzierbarkeit der Rente hängt unter anderem von einer maßvollen Erhöhung des faktischen Renteneintrittsalters ab. Ein weiterer Beleg dafür, dass sich auch Christian Felber im Gefängnis der abstrakten Reichtumsproduktion befindet. Er weicht nicht ab von diesem Diskurs. Renteneintrittsaltererhöhung ist notwendig. Ich sage nachher noch was dazu, warum es natürlich nicht notwendig ist, aber wenn man sich im Gedankengefängnis der abstrakten Reichtumsproduktion bewegt, dann erscheint es notwendig. Mal zur Erinnerung, Staat und Kapital können nicht mit dem Geld machen, was sie wollen. Und dieser Kapitalismus geht nur noch mit aufgeblähten Finanzmärkten. Ich habe hier aus Zeitgründen ein paar Folien rausgenommen, die das nochmal etwas vertiefen. Ich kann aber gerne, wenn Sie Interesse haben in der Diskussion, die noch nachreichen, die das noch weiter vertiefen. Dieser Kapitalismus ist ein Kartenhaus. Das zeigt sich insbesondere seit 2008. Lehman Brothers, renommiertes Bankhaus, bricht zusammen und innerhalb von Stunden wackelt das ganze Finanzsystem weltweit, weil keine Bank der anderen mehr traut. Damals hat dann Bush, der war damals noch US-Präsident, 400 Milliarden aus der Tasche gezogen, also am Computer generiert, um die Banken zu retten. Die Chinesen und Europäer haben nachgezogen. Es wurde dann konnte erstmal das Bankensystem vor dem Bankrott gerettet werden, aber es war vollkommen klar, wohin das führen würde. Natürlich zur Aufblähung der Staatsverschuldung. Und das kriegen wir seit Jahren mit, dass immer mehr Staaten vor dem Bankrott stehen. Ich kann nicht beurteilen, ob so kleine Länder wie Griechenland oder Zypern dauerhaft gerettet werden können. Und ich rede jetzt zynischerweise nicht von den Menschen, die zum Beispiel in Griechenland unter dieser ganzen Krisenpolitik zu leiden haben. Ich rede einfach darum, in der Systemlogik gerettet werden können. Möglicherweise werden sie gerettet, aber wer rettet dann die kleinen Länder? Na, die großen. Deutschland, China, USA, Japan. Aber wer rettet die großen? Hinter den großen steht niemand mehr und in all den großen wackelt es bedenklich. Auch in Deutschland. Das ist die Situation. Ich konnte das nur anreißen, habe hier, wie gesagt, ein Buch mitgebracht zur Vertiefung, das ich sehr ans Herz lege, die große Entwertung von Ernst Lohhoff und Norbert Renkle, warum Spekulation und Staatsverschuldung nicht die Ursache der Krise sind. Nach meinem Kenntnisstand das mit Abstand beste Buch, das diese Krise seit 2008 erklärt. Ohne gierige Bankster und ohne böse neoliberale Politiker, die eigentlich, wenn sie nur gewollt hätten, was vollkommen anderes hätten machen können, sondern auf der Grundlage einer Analyse der Widersprüche der Kapitalverwertung oder der Marktwirtschaft auf der Grundlage von Globalisierung und Mikroelektronik. Achtung, wir leben im Kapitalismus. Normalerweise 18 Euro kann ich heute für sagenhaft günstige 12 Euro käuflich weitergeben, weil ich kriege da einfach Rabatt und gebe ihn weiter. Also für 12 Euro, ich habe ein paar da. Ich hätte Ihnen gerne noch was mitgebracht, das ist aber im Moment als Printausgabe vergriffen, Manifest gegen die Arbeit. Das finden Sie aber im Netz, das sind so 30, 40 Seiten. Eine vernünftige Kapitalismuskritik beginnt mit einer Kritik der Arbeit, was sich viele nicht vorstellen können. Arbeit ist doch was ganz Normales. Nein, sie ist nicht was ganz Normales. Und es geht, ich erinnere nochmal, um die abstrakte Arbeit, nicht um die Tätigkeit, die wir brauchen für den stofflichen Reichtum. Ja, was tun? Was tun heißt immer erst auch mal was nicht tun. Und jetzt mal ein Zitat von Christian Felber, dem ich voll zustimme.
Die schönsten Nachhaltigkeitsberichte und die besten Ethik-Performances nutzen wenig und manchmal gar nichts, wenn jene, die sich unethisch verhalten, billiger anbieten können und preislich im Vorteil bleiben. Ja, genau. Genau das ist das Problem. Da hat er mal erkannt, was das Problem ist. Nur fällt er dann wieder genau hinter diese Erkenntnis zurück. Wir erinnern uns an das Prinzip der Marktwirtschaft. Viermal so viel machen. Käufersuchen. Der Markt. Wo Wert, Ware, Arbeit, Markt, Staat und Geld herrschen, ist diese Dynamik zwangsläufig. Man kann diese Dynamik immer wieder einschränken, begrenzen, aber man zahlt einen sehr, sehr hohen Preis dafür. Und dafür gibt es historische Beispiele. Beispiel DDR. Ich unterstelle weder dem Christian Felber noch irgendjemandem der Gemeinwohlökonomie irgendwelche Sympathien für die DDR. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich habe jedenfalls keine Anhaltspunkte dafür. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass das Konzept der Gemeinwohlökonomie im Kern sehr stark an den gescheiterten Realsozialismus erinnert. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, sich mal das Wörterbuch der politischen Ökonomie des Sozialismus, Dietz Verlag Berlin, DDR 1973, anzugucken. Da werden die zentralen Kategorien der realsozialistischen Wirtschaftsweise aufgeführt. Und Sie sehen, die zentralen Kategorien des Kapitalismus tauchen hier genau so auf. Lohnsystem, Leistungsprinzip, Wettbewerb, Warenproduktion, Wertgesetz und. Es steht immer nur sozialistisch davor. Diese realsozialistische Wirtschaftsweise brach nicht wirklich aus dem Kosmos von Warenproduktion und Kapitalismus aus. Sie war immer eine zwar mit extrem starkem Schwerpunkt auf den Staat gerichtete Wirtschaft, die aber immer auch Momente des Marktes hatte und die immer, es gab immer zwischen Reformern und Dogmatikern hin und her, man hat mal den Markt wieder mehr Zügel gelassen, dann hat man wieder angezogen, die Zügel. Von den zentralen Kategorien her war der Kapitalismus nicht überwunden im Realsozialismus. Der Anspruch der Wirtschaftsweise der DDR war, dass es eine Wirtschaftsweise sein soll, die sich am gesellschaftlichen Bedürfnis orientiert. Aber sie hatte den abstrakten Reichtum weiterhin zur Grundlage. Und das musste scheitern. Das führte zu einer ausufernden, ineffizienten Bürokratie, wie wir alle wissen. Einer der ganz wesentlichen Gründe, warum dieses System zu Ende ging, und zwar auch berechtigterweise zu Ende ging. Schauen wir nochmal uns in dieses Buch, Lehrbuch Politische Ökonomie Sozialismus. Da lesen wir: Im Kapitalismus ist der Profit Ziel der Produktion und resultiert aus der Ausbeutung der Werktätigen. Dagegen ist der Gewinn im Sozialismus das Ergebnis der gemeinsamen Anstrengungen der Werktätigen. Er dient der planmäßigen Verbesserung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes. Und jetzt lesen Sie dazu Christian Felber. Im Kapitalismus ist die Mehrung des Kapitals das höchste Ziel. In der Gemeinwohlökonomie ist die Mehrung des Gemeinwohls das höchste Ziel. Der Gewinn ist nur noch ein Mittel zum Zweck. Die Parallelen fallen auf. Es ist im Prinzip die gleiche Denke. Alles für das Volk, alles mit dem Volk, alles durch das Volk, das war so eine sehr beliebte These der SED. Auch dahinter der Gedanke, sozusagen das Volk ist automatisch gut. Ja, und die Betriebe in der DDR hießen dann VEBs, also volkseigene Betriebe. Das waren vom Anspruch her Gemeinwohlunternehmen. Wir machen Gewinn, aber wir machen eben keinen Profit, wir machen sozusagen einen guten Gewinn. Das war vom Anspruch her, von der zugrunde liegenden Denke, eigentlich das Gleiche. Und das
solche Denke auch im Konzept der Gemeinwohlökonomie zu einer exorbitant ausufernden Bürokratie führen muss, das ist jetzt nicht einfach so eine unbelegte These von mir, sondern das kann ich anhand einiger Zitate, längst nicht allem, von Christian Felber ziemlich gut belegen. Obwohl er tatsächlich glaubt, Zitat, in meinem Modell, es braucht den Staat fast gar nicht, der Markt würde sich selbst regulieren. Also wieder klassisch so liberale Ideologie, der Markt, das könnte fast schon von der FDP kommen, ja, der Staat ist eigentlich gar nicht und der Markt reguliert sich selbst. Das behauptet er, aber dann, kurz danach lesen wir Dinge wie diese. Die Verwendung von Gewinnen, die zu Fressübernahmen, Machtdemonstrationen, Ausbeutung, Umweltzerstörung und Krisen führen, müssen unterbunden werden. Wer definiert, was eine Machtdemonstration ist? Wer unterbindet? Was für eine riesige, gigantische Bürokratie und Machtmaschine bräuchte man, um das zu verhindern, zu kontrollieren? Die wichtigsten Preise der Weltwirtschaft, also Rohstoffe, Zinsen, Wechselkurse, Arbeitslöhne, müssen politisch festgelegt werden. Welche gigantische Institution, welcher gigantische Weltsuperstaat mit unheimlichen Kontrollrechten wird das festlegen? Der internationale Kapitalverkehr ist unter Kontrolle der demokratischen Zentralbank. Eine zentrale Bürokratie, die den ganzen Kapitalverkehr kontrolliert. Gab es noch nie. Super DDR. Oder Sätze wie die, Mieteinkommen und Schenkungen werden dem Personeneinkommen hinzugerechnet und dieses in der Summe mit dem Faktor 10 des Mindestlohns begrenzt. Allein dafür vor, welche Bürokraten sind notwendig, um das zu ermitteln und welche Wege, das zu umgehen, sind drin. Obergrenze für Privateigentum festlegen. Wer setzt es durch? Erbschaften auf maximal 750.000 begrenzen, den Rest gleichmäßig als Stadtkapital verbreiten, sodass möglichst viele Unternehmer werden können. Das ist auch so ein bisschen eine Kleinunternehmer-Ideologie. Möglichst viele sollen Unternehmer werden, und zwar gute Unternehmen, gut meine Unternehmen, dann wird es schon gut. Oder die Vorstellung, ja, man muss eben jährlich 10% Zoll auf unfaire Produkte schlagen, dann wären die fairen Produkte bald preisgünstiger. Also, Woher soll die Kaufkraft kommen? Jährlich 10% mehr Zoll. Wie würde eine Marktwirtschaft funktionieren, in der alle sich die Zölle gegenseitig erhöhen? Ich erinnere die ganze Diskussion Zollerhöhung jetzt. Was wäre das für die deutsche Automobilindustrie? Oder jedem Mensch steht das Recht auf Wohnfläche bis zu einer Grenze zu. Die Nutzung kann zu einem festgelegten Quadratmeterpreis erworben werden. Wer legt den Quadratmeterpreis fest? Was ist, wenn jemand stirbt, wenn Kinder geboren werden? Wer regelt das alles? Eine gigantische Bürokratie wäre notwendig und das ist auch zwangsläufig. Das ist zwangsläufig. Oder das Ökokonto, das ist dann auch wieder eine besonders unangenehme Vorstellung. Zitat Christian Felber. Jeder erhält ein pro Kopf Ressourcenverbrauchsbudget. Ist das Ökokonto leer, gibt es nur noch ein ökologisches Hartz IV, um nicht zu verhungern oder zu erfrieren? Wo ist die Kontrollinstanz, die dieses Konto verwaltet und bewertet? Welche Möglichkeiten des Tricksens der Korruption gäbe es da? Ein bisschen hat mich das schon erinnert an dieses Sozialkreditsystem, das in China jetzt eingeführt werden soll und in einigen Provinzen schon eingeführt ist, in dem nun tatsächlich die gesamte Bevölkerung überwacht wird und gutes Verhalten gibt Pluspunkte und schlechtes Verhalten gibt Minuspunkte und mit Pluspunkten kriegt man dann bestimmte Vergünstigungen, kommt man schneller an Hochschulen oder kriegt man besser einen Arbeitsplatz und so weiter, mit schlechten Punkten hat man schlechte Karten. Also auch da nicht die Unterstellung, dass Christian Felber oder die Gemeinwohlökonomie ein System wie China haben wollen. Das wäre falsch. Aber der Hinweis darauf, dass ein solches Konzept zwangsläufig in ein solches Fahrwasser geraten muss, so ist es zu verstehen. Und wenn wir uns die
jetzt schon bestehenden Gemeinwohlunternehmen angucken, die nach einer Gemeinwohlbilanz arbeiten, und Christian Felber nennt ja da auch viele, dann müssen wir sehen, es geht im Wesentlichen doch um Fairtrade, Gewürze, Tee, Kräuter, Fruchtsäfte oder Mode. Oder es geht eben um bestimmte kleinere Betriebe der öffentlichen Hand, und zwar dort, wo, ich sage jetzt mal Gutmeinende, und ich meine das nicht ironisieren, sondern ich meine es wirklich Gutmeinende, PolitikerInnen das ein oder andere Projekt starten, zum Beispiel in Baden-Württemberg unter den Grünen, dieser vorhin schon zitierte Eigenbetrieb Leben und Wohnen der Stadt Stuttgart oder auch der Landesbetrieb Forstwirtschaft in Baden-Württemberg. Das sind im Wesentlichen die Bereiche, und wir sehen, das sind überall entweder Marktnischen, die davon leben, dass es ein kaufkräftiges Segment gibt von Leuten, die in der Lage sind, dann auch Fairtrade-Produkte und Fairtrade-Mode zu zahlen. Und entweder sind es diese Marktnischen oder es sind staatliche Projekte, die aber wie finanziert werden? Na, mit Hilfe der Megamaschine. Also es gibt, ich komme aus Baden-Württemberg, es gibt in Baden-Württemberg sozusagen ein höchstes Gesetz, das steht nirgendwo, das steht in keiner Landesverfassung, das steht eigentlich überhaupt nicht, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, aber jeder kennt es, das ist das höchste Gesetz. Und das heißt Daimler First. Das ist doch klar. Wer in Baden-Württemberg regiert, der muss erstmal gucken, dass der Daimler läuft, sonst geht es Ländle de Bachnunder. Und das weiß jeder, und das ist nicht nur mit Daimler und Baden-Württemberg so. Ein Gemeinwohlunternehmen Daimler, vollkommen unvorstellbar. Vollkommen unvorstellbar. Nun sagt Christian Felber auch, Zitat, der Betriebsrat der Robert Bosch AG hat ernsthafte Schritte in Richtung Gemeinwohlbilanz unternommen. Er belegt es nicht weiter, ich habe auch nichts dazu gefunden. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht die Robert Bosch GmbH meint, also diesen Weltkonzern mit 240.000 Beschäftigten, sondern eben diese Robert Bosch AG, die ist in Österreich, aber immerhin auch 1,2 Milliarden Umsatz und fast 3.000 Mitarbeiter, vorwiegend Autoteile und Zubehör. Wie am Weltmarktakteur, wie soll das nach Gemeinwohlprinzipien funktionieren? Gerade bei Bosch gibt es ja so eine Tradition des guten Unternehmers, des guten Patriarchen, der so alles für seine Leute tut. Diesen Ruf hat also dieser Robert Bosch irgendwie immer noch. Eine anständige Art der Geschäftsführung ist auf die Dauer das Einträglichste. Ja, schön. Realität sah dann auch etwas anders aus. Ja, also 20.000 Zwangsarbeiterinnen, darunter 1.200 KZ-Häftlinge, 33% der Belegschaft bei Bosch Zwangsarbeiterinnen. Eine anständige Art des Wirtschaftens, wenn es um den Profit und um den Maximalprofit geht, dann gibt es wohlfeile Erklärungen und die Realität. Ja, und heute gibt es zum Glück keine KZ-Zwangsarbeiter mehr, aber es gibt im Grunde genau das gleiche Problem, ein hoher Anspruch, und was ist Realität? Und da schreiben nun welche, Zitat, starte möglichst viele Projekte, die dein Unternehmen verantwortungsbewusst gegenüber Umwelt, Mitarbeitern, Kunden und der Gesellschaft darstellen lassen. Rede möglichst laut über diese Aktivitäten. Sorge dafür, dass dein Unternehmen in den entsprechenden Rankings gut dasteht. Treibe mit dem Image der Nachhaltigkeit deinen Aktienkurs nach oben. Aber lass auf keinen Fall zu, dass der ganze Öko- und Sozialklimbim deine Profitabilität beeinträchtigt. Wer schreibt das? Linksjugend Zollitt, Kommunistischer Arbeiterbund, Revolutionär. Nee, das schreibt das Manager-Magazin, und die wissen, wovon sie reden. Die wissen, wovon sie reden. Und sie nennen die ganze Veranstaltung Greenwashing. Gib deinem Unternehmen möglichst nachhaltigen und grünen Anstrich und guck, dass es die Profitabilität fördert. Aber sonst machst du nichts. Es gibt Leute, die behaupten, man kann ein Ökoauto bauen. Also ich verstehe nichts von Autos, außer dass ich seit 25 Jahren keins mehr habe und eigentlich gut ohne das lebe. Aber es gibt Leute, die verstehen wesentlich mehr vom Auto als ich. Und
Die behaupten nun, da behaupten nun welche, man kann ein Ökoauto bauen. Also das vom Verbrauch her bis zur Umweltbelastung so wirklich Öko ist. Kann ich nicht beurteilen, letztendlich kann ich mich nicht auf Augenhöhe mit den Fachleuten unterhalten, also okay, mag sein, man kann ein Ökoauto bauen. Das Problem ist aber, wenn diese Wachstumsdynamik, dieser Maximalprofit und ewige Wachstumszwang da ist, ja, dann haben wir irgendwann 8-, 10-, 12-spurige Autobahnen voller Ökoautos. Dann haben wir mit Städten vollgestopfte, mit Ökoautos vollgestopfte Städte. Dann haben wir Überstundenrente mit 80, Herzinfarkt, Burning Out, damit meine Firma mehr Ökoautos produziert als die Konkurrenz. Was soll daran Öko sein? Wirklich, das Ökoauto wäre nur möglich bei massivem Rückbau der Autoindustrie. Da geht es aber um den Markt. Das ist die Kurve der weltweiten Automobilproduktion seit 2001 bis 2012. Sie sehen, es geht im Wesentlichen immer aufwärts. Und 2008, 2009 ist auf einmal so eine Delle. Da geht es zurück. Da wird es ein bisschen öko. Und was war 2008, 2009? Da hat die Krise durchgeschlagen auf den Automobilsektor. Und danach geht es wieder aufwärts. Also wenn Krise, dann Öko. Wenn keine Krise, dann kein Öko. Das ist die Logik von Marktwirtschaft. Viermal so viel machen. Käufer suchen, Käufer suchen. Wer diese Dynamik nicht will, der muss ihre Grundlage überwinden. Die Marktwirtschaft, die sich um den Markt zentrierte Wirtschaft überwinden und sich auf den stofflichen Reichtum konzentrieren. Jenseits von Markt und Staat. Digitalisierungsdebatte. Alle haben Angst davor. Was kommt auf uns zu? Man muss den Stier bei den Hörnern packen und sagen, nee, da liegen unheimliche Chancen drin. Ergreifen wir die Chancen für ein besseres Leben. Selbstlernende Systeme, künstliche Intelligenz. Und wir reden ja nicht von irgendwas, sondern von dem, was jetzt anfängt, was die nächsten zwei Jahrzehnte ganz massiv gestalten wird. Es wird, so viel kann man jetzt schon sagen, noch einmal wesentlich mehr stofflicher Reichtum mit wesentlich weniger menschlicher Arbeit zu kreieren sein. Also der 3D-Drucker, eine Technik, die überhaupt erst ganz am Anfang steht. Vor ein paar Monaten hat man in Russland schon, haben 5 Menschen in kürzester Zeit ein ganzes Haus gebaut für einen spottbilligen Preis. Das steht alles erst am Anfang. Die ernstzunehmenden Prognosen häufen sich, dass in den sogenannten entwickelten Ländern in Europa und Nordamerika in den nächsten 20 Jahren mindestens die Hälfte aller Arbeitsplätze wegfallen wird, in den sogenannten unentwickelten Ländern noch viel mehr. Und das betrifft nicht mehr nur die sogenannten wenig oder wirklich wenig qualifizierten Bereiche, sondern zunehmend auch qualifizierte Tätigkeiten, akademische Tätigkeiten, von denen man bis vor kurzem sich noch nicht vorstellen könnte. Wir haben heute schon Algorithmen, die Hautkrebs besser diagnostizieren als erfahrene Oberärzte. Die Versicherungsverträge besser aufsetzen als erfahrene Versicherungsfachleute. Die weltbesten Go-Spieler schlagen. Also vor einiger Zeit, als der erste Computer den besten Schachspieler geschlagen hat, da haben dann so Leute, Experten für künstliche Intelligenz gesagt, naja gut, okay, aber Go, das wird nie ein Computer schaffen. Ich habe keine Ahnung von Go, aber es ist offenbar noch wesentlich komplizierter als Schach. Und das ist auch schon erledigt. Ja? Der weltbeste Go-Spieler wird geschlagen. Wir haben seit 2 Jahren schon Computer, die leistungsfähiger sind als das Gehirn einer Biene. Und das Gehirn einer Biene ist außerordentlich komplex. Wir werden in 2 Jahren Computer haben, die die Leistungsfähigkeit des Gehirns einer Maus haben und bis 2028 das Katzengehirn, und wir werden 2029
wie lange ist es noch? 10 Jahre? Computer haben, die leistungsfähiger sind als das menschliche Gehirn. Das ist eine vollkommen neue Form von Produktivität. Wir leben am Beginn einer völlig neuen Zeit und darauf müssen wir uns einstellen und völlig andere Antworten geben als die alten im Rahmen von Markt und Staat. Roboter und Computer nehmen uns immer mehr Arbeit ab, aber aus endlich überflüssig werdender Arbeit werden überflüssige Menschen. Und das ist eigentlich die zentrale Katastrophe, die dieser Kapitalismus anrichtet. Also bitte nicht falsch verstehen, kein Mensch ist überflüssig, aber im Sinne der Systemlogik überflüssig, werden nicht mehr gebraucht. Roboter, Computer machen es besser, du wirst nicht mehr gebraucht. Entweder wir kriegen diese Entwicklung in den Griff oder es droht Massenelend von unvorstellbarem Ausmaß, weil selbst ein reiches Land wie die Bundesrepublik Deutschland kann nicht irgendwann 20 Millionen Menschen Hartz IV bezahlen. Das geht nicht. Woher soll es kommen? Und wie hoch wäre dann ein Hartz IV-Satz noch? Das hat keine Perspektive. Entweder Massenelend oder wir kriegen das in den Griff. Nun gibt es so in der Diskussion, ach ja, es wird schon alles nicht, früher gab es auch die Computer und dann gab es doch wieder mehr Arbeit, es kommt schon alles nicht so schlimm und es werden schon genug neue Arbeitsplätze entstehen. Wenn Sie sich aber mal die Argumentation derer genau angucken, die sagen, es werden genug neue Arbeitsplätze entstehen, dann finden Sie immer einen Punkt. Ich habe jetzt hier ein Beispiel von der IG Metall, hätte genauso gut eine Partei nehmen können, einen Unternehmerverband nehmen, wen auch immer. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben. Die deutsche Industrie als Fabrikausrüster der Welt sowie eine hohe Innovationsfähigkeit könnten neue Beschäftigungsperspektiven eröffnen. All diese Diskussion bezieht sich nur auf Deutschland. Ja, wir schaffen es vielleicht. Auch Frau Merkel hat kürzlich gesagt, ja, wir müssen halt führend sein auf der Welt. Was künstliche Intelligenz angeht, dann sichern wir Arbeitsplätze. Das heißt aber, dass die anderen nicht führend sein werden. Das ist die Logik des Marktes. Also entweder ich oder du. Also in Deutschland. Es werden halt nicht genug Arbeitsplätze entstehen. Und wenn überhaupt, dann nur in wenigen reichen Ländern auf Kosten der Abgehängten, und zwar der abgehängten Länder weltweit und aber auch der größer werdenden Masse von Abgehängten im eigenen Land. Und selbst wenn diejenigen recht hätten, die da sagen, ach ja, regt euch nicht auf, es wird schon genug Arbeitsplätze geben. Wollen wir das überhaupt? Unter den Bedingungen, die wir haben? Noch mehr sinnloser Stress für zu viele Autos, für zu viele Medikamente, Wegwerfprodukte, Maximalprofit, ewiges Wachstum, Aufblähen des fiktiven Kapitals. Wollen wir dafür wirklich arbeiten? Also letztendlich für die Aufblähung des abstrakten, der abstrakten Reichtumsproduktion? Und deswegen raus aus der Defensive. Schön, dass uns die Arbeit ausgeht. Ist doch klasse. Wir haben ganz neue Chancen. Wir müssen nur diese Wirtschaft, in der wir leben, vollkommen neu organisieren. Wollen wir so leben? Hetzen ohne Ende? Überstunden ohne Ende? Hetzen, bis ich 80 bin? Oder wollen wir das? Ich habe das jetzt von der Verdi-Jugend Berlin geklaut, finde eine sehr sympathische Kampagne. Ich will mein Leben zurück gegen Arbeitswahn und Kapitalismus. Und deswegen sage ich, massive Arbeitszeitverkürzung jetzt. Und ich rede nicht von der läppischen 35-Stunden-Woche, ich rede von der 30-Stunden-Woche, von der 20-Stunden-Woche, von der 10-Stunden-Woche. Und spätestens jetzt sagt jeder, der spinnt ja völlig, das ist ja das totale Gegenteil von dem, was wir ständig lesen und hören. Der ist ja verrückt. Nein, bin nicht verrückt. Verrückt ist das, was wir ständig lesen und hören. Das und noch viel mehr ist alles drin in den Robotern und Computern, wenn sie richtig organisiert werden. Und dabei ist der ökologische Aspekt noch gar nicht benannt. In einer vernünftigen und nachhaltigen Wirtschaft gäbe es sowieso schon viel weniger Autos, Medikamente und viel mehr langlebigere Güter und eben kein Wachstum um des Wachstums willen und deswegen auch viel weniger Arbeit. Also auch der ökologische Aspekt spricht dafür. Ich habe mal am Beispiel vom BMW mir überlegt, welche zwei Möglichkeiten gibt es jetzt mit der Digitalisierung.
BMW produziert derzeit weltweit 2,4 Millionen Fahrzeuge mit 125.000 Beschäftigten. Angenommen, das geht nun so weiter mit künstlicher Intelligenz, Industrie 4.0 und weiter angenommen, BMW setzt sich auf dem Weltmarkt durch gegen die Konkurrenten, was immer heißt, dass andere kaputt gehen. Dann würde vielleicht, das ist jetzt Spekulation, vielleicht BMW in 10 Jahren vielleicht 4 Millionen Fahrzeuge produzieren mit vielleicht genauso viel Beschäftigten, weil wird ja rationalisiert, man braucht ja immer weniger Arbeit, vielleicht sogar mit ein bisschen mehr, aber um den Preis, dass andere Konkurrenten niederkonkurriert würden. In einer vernünftig eingerichteten Welt würde BMW vielleicht noch 10% dieser Automobile bauen, vielleicht 0,24 Millionen und hätte wie viel Beschäftigte? Natürlich viel weniger. Ha, da machen wir halt schnell mal eine Gemeinwohlbilanz. So kommt man da nicht raus. Man muss eine völlig andere Frage stellen. Man muss sich der Realität stellen, dass dieses Prinzip vom Gelderwerb leben zunehmend weniger Perspektive hat. Es hatte noch nie, für einen großen Teil der Menschheit, noch nie eine Perspektive. Und es wird auch für einen wachsenden Teil der Menschen in den sogenannten entwickelten Ländern immer weniger zur Perspektive. Also, die Kinder, die in Hartz-IV-Familien aufwachsen und wissen, wie schlecht ihre Chancen sind, man weiß es. Also auch in den entwickelten Ländern wird das Problem größer. Schon heute für sehr viele Menschen, zunehmend auch in den Zentren. Und hier nochmal zu dem Problem Rente mit 67, 75 und so weiter, Rente mit 80. Da wird ja nun reihenweise vor einem zentralen Argument kapituliert. Und das ist das. Ja, die Gesellschaft wird ja immer älter, stimmt ja auch. Und es kann doch nicht sein, dass immer weniger Junge immer mehr Ältere finanzieren. Tja, ist so. Warum gibt es keinen Massenaufstand gegen die Rente mit 67? Keiner will das haben, fast niemand. Es gibt keinen Massenaufstand. Wenn das so einfach wäre, dass man sagen könnte, die böse Merkel, die hat uns die Rente mit 67 eingeführt, die ist schuld, dann gäbe es wahrscheinlich Massendemonstrationen. Aber es wird irgendwo eingesehen als System, ja, das ist halt so, ja, stimmt. Immer weniger Junge, mehr Alte kann doch nicht sein. Müssen wir uns ins Schicksal fügen. Aber dieses Argument ist absurd. Dieses Argument ist tatsächlich völlig absurd, weil, wie gezeigt, die Produktivität explodiert. Die Produktivität explodiert und in einer vernünftig eingerichteten Welt würden wir alle schon viel weniger arbeiten und es ging uns allen besser und nicht schlechter. Auf den Gedanken kann man aber nur kommen, wenn man über den Tellerrand der Marktwirtschaft hinausblickt und sich auf den stofflichen Reichtum konzentriert. Diese Absurdität ist im System der abstrakten Reichtumsproduktion logisch. Es erscheint in einem System der abstrakten Reichtumsproduktion, wo Waren produziert werden, wo die abstrakte Arbeit herrscht, wo uns der Wert beherrscht, erscheint das logisch. Von einem Standpunkt, der sich auf die stoffliche Reichtumsproduktion bezieht, erscheint es völlig absurd. Ja, in einer vernünftigen, eingerichteten Welt hat dieses Prinzip vom Gelderwerbleben sowieso keine Perspektive mehr. Und deswegen müssen wir aus dem Gefängnis ausbrechen. Und aus dem Gefängnis ausbrechen heißt zuerst mal aus dem Gedankengefängnis ausbrechen und müssen eine völlig verrückte Frage stellen. Und diese Frage erscheint uns allen vollkommen verrückt, weil wir von Kindesbeinen auf das genaue Gegenteil lernen. Lernen müssen, weil wir uns sonst nicht in dieser Gesellschaft bewegen können und überleben können. Und diese verrückte Frage ist die. Ja, wenn Bildung, Umwelt, Soziales, Gesundheit nicht finanzierbar sind, dann sind sie halt nicht finanzierbar. Aber warum sollen sie deswegen nicht machbar sein? Wenn unser Anspruch an ein gutes Leben scheitert an dem Prinzip der Finanzierbarkeit, geben wir dann unseren Anspruch an ein gutes Leben auf oder denken wir mal nach über das Prinzip der Finanzierbarkeit? Um das etwas zu erläutern, was ich meine, was sehen wir hier?
Sommer, Sonne, Freibad, Hurra. Da gibt es eine Gemeinde, eine Kommune, die unterhält ein Schwimmbad, die bezahlt die Leute, die wissen, wie man dieses Schwimmbad bedient, und die Leute, die schwimmen wollen, sind auch da, wunderbar. Was sehen wir hier? Hier hat eine Gemeinde kein Geld mehr und schließt das Schwimmbad. Dieses Bild kommt uns vollkommen normal vor. Aber das ist ein völlig irrsinniges Bild. Wir haben uns nur so an den Irrsinn gewöhnt, dass er uns gar nicht auffällt. Das Schwimmbad ist da. Die Leute, die wissen, wie man das Schwimmbad bedient, sind auch da. Und die Leute, die schwimmen wollen, sind auch da. Der ganze stoffliche Reichtum ist vorhanden. Nur weil er aufgrund der irren Marktlogik durch den Flaschenhals der Finanzierbarkeit gehen muss, deswegen liegt der ganze stoffliche Reichtum brach. Was eine irre Situation. Und deswegen machen die Leute es richtig. Die kümmern sich nicht um die Frage der Finanzierbarkeit. Die gehen einfach baden. Die eignen sich den stofflichen Reichtum an. Der stoffliche Reichtum ist im Überfluss vorhanden. Er muss aus dem Gefängnis des abstrakten Reichtums befreit werden. Selbstorganisation. Wir brauchen einen zunehmenden Prozess der Selbstorganisation, der direkten Aneignung des stofflichen Reichtums. Nochmal bei den Beispielen mit dem Schwimmbad, das natürlich auch sehr vereinfachend war, das der Illustration dienen soll, wohin die Entwicklung im Prinzip gehen müsse, nochmal da noch ein bisschen zu bleiben. Natürlich würde in dem Fall, wenn die Leute sich einfach das Schwimmbad aneignen, natürlich sofort die Frage für die Bademeisterin stehen, woher kriege ich meinen Lohn? Das ist völlig klar. Also kann so ein Beispiel natürlich nicht isoliert funktionieren. Aber die Bademeisterin hätte zum Beispiel ein sehr gesteigertes Interesse dran an einer flächendeckenden Hausbesetzerbewegung, die nicht mehr zurückzudrängen ist. Und damit würde sich die Frage ihrer Lohnhöhe noch nicht erledigen, aber schon relativieren. So brauchen wir eine gesellschaftliche Dynamik der Selbstorganisation, die nach und nach immer mehr Bereiche Verbrauchsgüter, Wohnen, Gesundheit, Bildung in die unmittelbare Aneignung der Menschen überführt. Automatisierung, Gemeingüter, Commons ist ein sehr interessanter Diskurs, der Commons-Diskurs, ich will es nur genannt haben, das Genossenschaftswesen, da gibt es auch einige interessante Erfahrungen schon. Wir haben zig Millionen Expertinnen für den stofflichen Reichtum. Das Wissen um den stofflichen Reichtum ist da. Der stoffliche Reichtum ist ja jetzt nicht nur unmittelbar ganz materiell, da ist ja vor allem auch Wissen, ist in den Köpfen. Unglaubliche Schätze. Millionen Menschen wissen, wie man langlebige Güter herstellt, wie man gut pflegt, wie man gut unterrichtet, wie man sinnvoll verwaltet, wie man umweltverträglich produziert. Es gibt Millionen Fachleute für den Umbau dieser Gesellschaft hin, weg vom Markt hin zum stofflichen Reichtum. Ja, Veränderung beginnt im Kopf. Veränderung beginnt im Kopf. Das ist alles noch kein Programm, so muss man es genau machen. Aber wenn man wirklich nachhaltig die Dinge verändern will, dann muss ich zuerst mal was im Kopf bewegen. Und das glaube ich, hoffe ich, dass eine solche Kritik, wie ich sie versucht habe vorzutragen, vielleicht den ein oder anderen Anstoß in diese Richtung gehen kann. Veränderung beginnt im Kopf. Deswegen als erstes Arbeit, Ware, Wert, Markt und Staat raus aus den Köpfen. Jetzt danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und dann gerne so viel und so lange Diskussion, wie Sie wollen. Vielen Dank.